Moin Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Runde FIFA 17 im Karrieremodus mit unserem HSV. Wir sind in der zweiten Saison. Wir sind Meister. Wir sind Pokalsieger. Wir haben die ersten zwei Spiele gewonnen. Und jetzt kommt der verdiente Lohn. Wir spielen Champions League. Und im ersten Spiel treffen wir auf Juventus Turin. Aber erstmal müssen wir trainieren. So, mal gucken, was Aubameyang sagt zum Training. Mag er Training? Ja oder nein? Na, doch, sieht ganz gut aus. Emre Mor gibt sich Mühe, ne? Na, mal schauen. Wir müssen auf jeden Fall... Also weiterkommen wäre dementsprechend nicht schlecht, weil wir halt die Kohle brauchen fürs Ende der Saison, ne? Für Donnarumma und so. Ich habe jetzt auch noch gar nicht nachgeschaut, was wir an Geld brauchen. Na, mal schauen. Oh, was war mit Philipp Kostic? Infoverlängerung, Vertragsverlängerung. Nice. Das hier ansprechen. Ja, sehr gut. Philipp Kostic. Damit behalten wir ihn. Der Poker wäre um ihn auch fast schief gegangen, aber wir haben es ja sogar noch gedreht bekommen. Ich denke, mit der Mannschaft sind wir doch erstmal ganz gut aufgestellt. Mit der können wir auf jeden Fall spielen. Immer noch eine sehr offensiv ausgerichtete Mannschaft. Wir haben kaum Defensivspieler, aber ey. Scheiße. Wir müssen es jetzt einfach regeln, Alter. Es geht nicht anders. Spielen wir zu Hause? Oder auswärts? Oh, wir spielen erst in Turin. Ah, erst in Turin. Egal. Egal. Mit unserem neuen super schnellen Sturm, Wurt und Aubameyang müssen wir das jetzt einfach reißen. Wir müssen es einfach reißen. Ich finde es immer noch ein bisschen schade, dass Asensio weg ist, ne? Aber Asensio gegen Aubameyang, ja, den Tausch gehe ich sofort gerne wieder ein. Oh, da stand ein Verteidiger. Das gab 500 Points. Na egal. So. Und los geht's, Freunde, in Juventus Stadium. Also steigen diese beiden Mannschaften ein in die Gruppenphase im Champions Cup. Und sie werden natürlich versuchen, gleich ein Zeichen zu setzen und gut in die Gruppe zu starten. Heute heißt es Champions Cup, finde ich immer noch affig, ne? Gegen den HSV. Es ist die Champions League. Ja, Probleme sind möglich, aber Probleme sind darum, also um beseitigt zu werden. Wir werden schauen, was geht. Sind wir bereit für die Champions League? Dreier heute, das wäre der ideale Start. Und hier sehen wir die Startaufstellung. Also ich denke mal, Aubameyang auf jeden Fall. Oh, fuck. Sie spielen heute im 3-5-2. Buschi, dein Kommentar dazu. Das dürfte recht offensiv werden. Entsprechend ja auch hinten nur die Dreierkette. Und vorne wird das schön gemacht auf Bobby Wood. Laber kein Scheiß. Oh. Verdammt, ich wollte gerade sagen, jetzt machen wir instant die Bude. Halilovic gewinnt einen Ball. Das gefällt mir sehr gut. Sie müssen schneller spielen. Dann könnten Sie die Defensive überraschen. Na, der ist weg. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Schön gemacht von Ober. Ah, das wird jetzt Abschluss geben. Leider ein Tick zu lang. Ich denke mal, wenn wir konzentriert spielen und das Mittelfeld nicht kommen lassen, weil da stehen halt ein paar, die auch gute Pässe spielen können, ne? Dann glaube ich, haben wir gar nicht so schlechte Chancen. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Adel Halilovic, auf! Bobby Wood. Jetzt geht's richtig los. Wir haben den ersten Treffer. Klasse genutzt diese Chance. Da war einfach zu viel Power hinter diesem Abschluss. 1-0 im Juventus Stadium. Freunde, erstes Champions League Spiel. Und wir führen. Und wer hat getroffen? Na klar. Bobby Wood. Das haben sie davon. Die Leute wollten keine 50 Mille für ihn ausgeben. Hätten sie mal lieber machen sollen. Pjanic. Pjanic. Marquisio. Marquisio. Da passt er auf.
kann losgehen im Champions Cup. Der erste Spieltag steht an. Au, was für ein Pass von Oba. Welche Teams da alle drin sind. Halilovic? Ich wollte gerade sagen. Nikolai Müller. Noch ein Tor. Was für ein Lauf. Das ist der Doppelschlag. Sie treffen schon. Den hat der, der Verteidiger uns vorgelegt. Und Neto im Tor sah da auch nicht gerade sehr gut aus. Aber, Alter, 2-0. Nikolai Müller. Schaut doch gut aus. Es steht 2-0. Bisher hat Ober für uns noch gar nicht getroffen, oder? Ohne große Probleme. Vielen Dank an die Verteidigung von Juventus Turin. Marquisio. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Das könnte gefährlich werden. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin. Die spielen halt ein 3-5-2, ne? Die stehen halt in der Mitte sehr kompakt. Aber wenn du hinter diesem Mittelfeldblock, muss man ja schon fast sagen, wenn du an dem vorbei bist und du hast nur noch eine Dreierkette vor dir, die du mit einem langen Ball, ja, oder mit einem etwas höher gespielten langen Ball, mit so einem Chip oder sowas, wirklich ja gut durchspielen kannst. Vor allem, wenn du zwei Schnelle da vorne hast, wie Wood und Aubameyang. Dann ist das schon. Oh, schön geil von Donnarumma. Und die Ecke ist jetzt sicher eine gute Gelegenheit. Nice gemacht. Gianluigi. Alter. Und wieder Donnarumma. Er passt auf und holt sich. Jetzt wollte ich so einen langen Ball rausschlagen. Und hab gedacht, okay, mit ein bisschen Lack kriegen wir da den zweiten. Dybala. Das hat nicht funktioniert. Dybala. Mit dem habe ich keine Erfahrung gemacht im FIFA Ultimate Team. Dank Tech. Der kann mit Dybala irgendwie vom Parkplatz aus schießen und trifft. Ball bei Higuain. Ball bei Higuain. Schön verteidigt. Luis Holtby. Der Läufer. Er könnte echt Marathonläufer werden. Der hat immer die meisten Kilometer beim HSV. Nach jedem Spiel. Nach jedem Spiel ist er die meisten Kilometer gelaufen. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt liegt es vor allem an den Krebs. Aubameyang. Ganz wichtig. Er versucht's. Ich glaube, es läuft alles darauf hinaus, dass wir zum Ende des Spiels die Naturgewalt bringen müssen. Ich habe so das Gefühl. Pässe Juve 93%, wir nur 79. Das liegt aber auch daran an der Spielweise, ne? Weil wir ist ja wirklich, wir haben den Ball und dann heißt es Attacke. Attacke. Da muss er flanken. Klasse Einsatz, aber kommt auch. Und so ein Laufpass, der kann halt auch mal schnell schief gehen. So ein Pass in die Spitze. Gute erste Hälfte, sie liegen mit 2-0 in Front. Und aber genau, wir liegen 2-0 in Front. Sie einfach so weitermachen. Sehr nice, gefällt mir bisher sehr gut. Ich bin irgendwie gerade ein bisschen ruhig auch. Weiß ich nicht, ich habe Halsschmerzen, aber irgendwie. Ich bin doch überrascht, wie gut das läuft. Wir haben beide Saisonspiele gewonnen. Wir führen jetzt hier gegen Juve 2-0. Und wir sind weiter mit vor der Partie, Buschi. Schauen wir mal, wer jetzt hier den besseren Start hinlegt. Und wir haben ja jetzt auch nicht die ganze Mannschaft umgekrempelt, ne? Sondern wir haben eigentlich die Startaufstellung jetzt durch einen Transfer ergänzt, aber auch, weil wir einen Abgang hinnehmen mussten. Weil ihr wisst ja, Nacho konnten wir uns ja dann am Ende doch nicht mehr leisten. Oh, das war ein Monster-Tackling. Alter, also richtig nice gemacht. Oh, kein Foul, gar nichts, aber ein krasses Tackling. Marone. Au, da muss Santos sich nochmal was abgucken. Flanke kommt, wird das eine Chance. Ja, aber nicht nur mal, Freund. Der Ball ist weg und jetzt können sie einen Konter fahren. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Aubameyang geht hier in die Offensive. Ja, ich dachte, ich kann auch, wenn ich mit dem Ball so weit an ihm vorbeilege, hinterherlaufen. Oder ist er, da ist er zwischengelaufen. Schön gemacht auf Ober! Oh, Pfosten. Fantastisch gelöst vom Abwehrspieler. Da passt er auf. Na, aber die Passweg zustellen nach oben. So, und jetzt sind hier noch. Das ist unser Ball, das ist unser Ball. Es gibt hier Einwurf. Oh shit.
Also das muss man einfach besser können. So ist der Ball gleich weg. Das war ein Foul, Freistoß gegen den HSV. Den Freistoß wollten sie aber auch haben. Hat damit absolut den Ball weggeknüppelt, wie ein Wahnsinniger. Das macht er gut. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Ach, schade, Ober hätte echt eben sein erstes Ding machen können, ne? Für uns. Khedira. Sie holen sich den Ball. Bobby Wood. Wird's jetzt gefährlich? Der Angriff könnte was werden. Aubameyang. Wenn man sich mal überlegt, was der uns jetzt gekostet hat, ne? Alter Schwede. Ich meine, weniger als gedacht, ne? Müssen wir dazu sagen. Aber trotzdem. Der hat uns jetzt richtig Asche gekostet. Oh, Donnarumma! Das war super gemacht von Gianluigi Donnarumma. Und wir werden wechseln. Wir bringen. Ja, jetzt müssen wir natürlich immer gucken, wen wir bringen, ne? Gregoritsch hat er sich eigentlich zuletzt echt verdient gehabt. Ja komm, wir wechseln einfach die Offensive komplett aus. Dolberg. Und jetzt die Frage, Lasogga oder Munir? Nee, wir gönnen Lasogga mal Champions League Luft, Alter. Ohne Scheiß. Ohne Witz. Pierre Michel Lasogga. Paolo Dybala kann neu im Spiel. So viel mehr als das, was er heute anbietet. Der kann definitiv mehr, er kommt nicht so richtig zum Abschluss, hat es richtig schwer in diesem Spiel. Schön gespielt von Dolberg auf Kostic. Kostic spielt auf Lasogga. Alter. Pierre, was ist los? Das ist ja echt in einem offensiven Spiel. Fluss mit eingefunden und nicht nach vorne gestanden. Jetzt geht es mit einem Einwurf. Du hast dich ja sogar bewegt. Bin ja erstaunt. Die Champions League Luft weckt in dir neue Kräfte, wa? Den Pass spielt er gut. Und jetzt die Chance. Boah! Schöne Kombination auf Nikolai Müller und der nagelt den in den Winkel. Ich habe den Ball schon vorbeifliegen sehen. An dem Tor waren vier Leute beteiligt. Das war ein schönes Tor. Boah, krass, ja, schön gemacht. Nikolai Müller, zweites Champions League Tor. Sehr gut. Und das war's. Das Ding ist, glaube ich, geretzt. Ich überlege, ob wir jetzt eine defensivere. Ja, wir nehmen eine defensivere Haltung, Abwehrriegel. Und wir versuchen einfach. Ich meine, wir führen 3-0 in Turin, ja. Was wollen wir mehr? Und ich denke, wir versuchen jetzt einfach die Null zu halten, oder nicht? Ein bisschen taktisch. Da haben wir natürlich jetzt die Chance bekommen, so wie jetzt nochmal nach vorne zu gehen, gehen wir natürlich nach vorne. Keine Frage, aber... Oh. Ich wollte erst passen, dann habe ich mir gedacht, ne. Naja, Lasogga hätte da auch nicht abgegeben. Nicht in der Situation. Oh, nochmal ein Kopfball, Kobar frei. Warum steht eigentlich Buffon am Tor? Ist der hier schon Karriereende in dem Spiel? Nee, oder? Buffon hat doch nicht am Ende dieser Saison. Also in echt jetzt auch, oder? Und das super Talent von, also das Italienische haben wir uns ja weggekauft. Also noch geliehen, kaufen müssen wir noch. 3-0, Freunde! Im ersten Spiel der Champions League. Ja. Sehr schön. Das freut mich. Wir haben es geschafft. Wir haben ein 3-0 im ersten Spiel. Wir können auf unsere Mannschaft stolz sein. Wir waren klar die bessere Mannschaft bis auf Ballbesitz, aber das war ja auch zu erwarten. Passt genau. Ich kann auch gut, wir haben noch 86% gesteigert. Das ist auch noch mehr. FC Bayern 2-0 gegen Eindhoven gewonnen. Chelsea 1-0 gegen Porto. United 3-0 gegen Lyon. Oh. Nicht schlecht. BC Young Boys gewinnen 2-1 gegen Villarreal. Alter Schwede. Ist ja richtig was los. Und der nächste Gegner für uns heißt dann jetzt Wolfsburg. Mal gucken, wie die stehen.
Wolfsburg steht Mitte. Wisst ihr, was mir jetzt erst auffällt? Bremen ist abgestiegen. Bremen ist abgestiegen. Oh, die Copa Europa hat United gewonnen gegen Real. Champions Cup, ja, wissen wir. Gruppenphase läuft. Irgendwie, Euroleague, Bundesliga. Ah, ich sag mal, kann die zweite Bundesliga-Tabelle sehen. Bremen ist abgestiegen. Weil es sind drei Zweitligamannschaften aufgestiegen. Hannover, Stuttgart und 1860. Wenn wir überlegen, Bremen fehlt. Ingolstadt fehlt. Und Darmstadt fehlt. Ja. Ja. Boah, krass. Ingolstadt, Darmstadt und Bremen sind abgestiegen. das wäre etwas, was am Ende der Saison echt für mich persönlich jetzt auch nicht so schlimm wäre. Auch wenn ich eigentlich das Bremen absteigt, für den Hamburg-Fan ist natürlich immer so eine Sache, aber ich finde diese Nordduelle eigentlich viel geiler, als wenn einer erste und zweite Liga spielen würde. Ich habe lieber diese Duelle in Bremen und in Hamburg. Aber das ist ein anderes Thema, Freunde, über das wir gerne morgen nochmal quatschen können. Ich bin erstmal raus. Wir haben gewonnen. Freut euch, Freunde. Die Champions League kann kommen. Bis morgen. Ciao.